Okay, ziehen wir uns das mal rein. Boah, ich muss bald mein Auto abgeben, Leute, Alter, ich könnte heulen. iCrimex, Alter, das ist so krass. Ich war mit dem, das erste Mal, als ich den gesehen habe, 2016 in L.A., da habe ich den kennengelernt. Da hatte der 50.000 Abos. Wie viele Abos hatte der? Der hatte da nicht so viele Abos. Der hatte nicht so viele. Das hat der 3 Millionen. Das ist echt geisteskrank, Alter. Hey, oh Leute, Crimex hier. Was geht ab, ihr Paul Berger? Heute gibt es mal ein sehr, 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 Aber sehr. der war immer korrekt zu mir, Crimex. Also wirklich sehr bodenständiger Junge gewesen. Damals auch, wo ich den kennengelernt habe. Sehr korrekt. Besonderes Video, meine Freunde. Und zwar wird heute mal ein neues Auto abgeholt. Ihr könnt es bestimmt schon im Titel sehen, Leute. Junge, ich muss auch bald ein neues Auto abholen. Ich muss jetzt Ende Januar meinen Mercedes abgeben, ey. Ein absoluter Traum wird heute erfüllt. Hier noch Dominik. Was geht ab? Hi, alles gut? Alles gut. Ja, der Wagen ist auch schon, wo ist das auch Traum seine? Meine Freunde, und zwar, Nein, es ne? gibt ein Rolls-Royce Cullinan, absolut geisteskrankes Auto. Ich werde euch gleich mal noch erzählen, wie es dazu kam. Ich würde sagen, wir sind hier erstmal angekommen, und zwar sind wir gerade bei Amian Collection Cars. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ja? Weil die beiden haben das Ganze erst ermöglicht. Warum, werde ich euch jetzt mal erklären. Hat er den Wagen gekauft oder geleast oder finanziert oder weiß man das? Leute, let's go. Weiß noch nicht, welches Auto als nächstes. Boah, stehen denn da für geile Autos, ey? Boah, ist da Bugatti? Ja, Leute, also ich bin auf jeden Fall unfassbar aufgeregt. Ich habe letzte Nacht schon wieder sehr, sehr schlecht geschlafen, weil, keine Ahnung, ist einfach zu krank. Ist einfach zu krank. Es geht um einen Rolls-Royce Cullinan. Freut sich richtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich gar nicht getraut, über dieses Auto nachzudenken. War auch noch komplett zufrieden mit dem Range Rover, den ich hatte. Habe den Range Rover aber verkauft, weil ich habe diesen Rolls-Royce Cullinan für einen unfassbar krassen Preis angeboten bekommen. Und keine Ahnung, jeder, der es vielleicht so ein bisschen mit Autos auskennt, der weiß, die Autos werden sehr, sehr wild über Liste gehandelt. Und dann hat das Modell mir auch noch so gut gefallen. Und da konnte ich quasi nur ja dazu sagen. Deswegen, aber ich habe ihn jetzt noch nicht live gesehen, also nur Bilder. Es wurde auch noch sehr viel an dem Auto verändert. Es kamen noch andere Felgen drauf, es wurde noch sehr viel foliert. Also das ist ganz, ganz krass, Freunde. Spannend, ganz, ganz krass. Ich bin sehr gespannt, wie eure Reaktion dazu sein wird. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein, Leute. Let's go. Also, wir sind ja jetzt in unseren heiligen Hallen hier, wo unsere Fahrzeuge sozusagen gestoraged werden. Und wir machen jetzt mal so einen kleinen Overview. Und dann geht es zur Präsentation von seinem Wagen. Aber ihr kriegt jetzt schon mal ein bisschen Geschmack für den Nick. Ich würde sagen, wir fangen mit einem Klassiker an. Ich bin genau. Dominik, bitte. Genau. Also, als erstes lüften wir mal das Geheimnis. Was ist das hier denn, Alter? Haben wir einen wunderschönen 250 GT. Boah, ich will gar nicht wissen, was der kostet, Alter. Der ist ja schon. Es ist ja ein Legendenauto. Komplett restauriert von Ferrari in London. Ich sage, der Wagen kostet 1,5 Millionen. Was ist der Wagen für später? Wo liegt der so preislich? Dominik? 2,2 Millionen Euro, Differenz besteuert. Also. Was? 2,2 Millionen? Alter, ist das geisteskrank. Nein, der wird's nicht, der wird's nicht. Okay, also, einer der automobilen Klassiker, rechts außen. Na, Enzo. Ferrari, ja, Enzo. Auch immer sehr selten, besonders immer auch in dem Zustand. Ja. Krank. Absolut, nicht nur in dem Zustand, auch heftig. In der Farbe. Also, heftig, heftig, heftig. Schwarzer Enzo ist natürlich unglaublich schwer zu finden, besonders, sage ich mal, mit dieser ganz, ganz, ganz besonderen Historie. Besonders ist auch das Interieur. Bis jetzt haben wir noch nie einen gesehen. Alter, was für Legendenautos, ne? Original grünes Interieur. In der Außenfarbe in Schwarz ausgeliefert bekommen hat. Und die Historie mit dem Vorbesitz ist natürlich auch etwas ganz Besonderes. Aber Ferrari Enzo, wie der Name schon sagt. Wer ist der Vorbesitzer? Also es gibt bei MTV Videos, da fährt der Wagen in einem Video und das ist auch der Keine einzige Ahnung, was der Enzo kostet, 3 Millionen? Mit grünen Interieur. Mehr dürfen wir leider nicht verraten, aber wenn man das googelt, glaube ich, könnte man dahinter kommen. Vielleicht wisst ihr es ja, Leute, schreibt es mal in die Kommentare. Ja? Also, genau. aber Ferrari Enzo, für mich sehr krass, weil ich weiß noch genau, ich war mit meinem Vater in einem Technikmuseum damals und da war der Wagen ausgestellt. Das war so, boah, damals so voll das kranke Teil. Also heftig. Sehr, sehr krasses Auto auf jeden Fall. Absoluter Klassiker. Okay, dann gehen wir jetzt zu Haben was, Sie gar nicht gesagt, was der kostet? Wahnsinnigen. Sowas Schade. Bieten wir auch an. Alle Autos, die jetzt hier gerade sind, sind auch zum Verkauf. Genau. Alle sind zum Verkauf, natürlich. Ah, ja. Absolut. Ich glaube, das Schönste ist die Theke. Die legen wir auch mal mit frei. Was ist das denn da hinten? Das ist eine Frittentheke. Die brauchst du, ja? Oh, Spoiler, die brauchst du, den Alter. Brauchst du bei der PS. Das ist ja ein richtiges Rennauto. Das kannst du ja nur auf Rennstrecken fahren, ganz, so ein Auto. Besonderes. Und zwei Prototypen. Der eine Prototyp steht aktuell bei McLaren. Der andere Prototyp hier vor dir. Wir sind jetzt gerade bei dem Fahrzeugwert von 1,85 Millionen Euro, was wir fragen für das Fahrzeug. 1,85 Millionen. Überlegt euch das mal auch, Leute, wenn man sich dieses Fahrzeug kauft,
1,8 Millionen nur als Hobby, so als Spaßfahrzeug für auf die Rennstrecke zu fahren. Also, genau. Das heißt, wer sich das Auto kauft, hat wahrscheinlich schon auch 10 weitere Rennstreckenfahrzeuge so. Richtig. Und hat wahrscheinlich ja, einfach Need for Speed Garage. Ja, cool. Stark. Da muss man das also, das ist eigentlich GTA Garage. Also das ist zum Beispiel Fuhrpark. Sowas ganz, ganz, ganz genau. Wertvolles. Pagani Sonder ist natürlich ja. Was absolut ganz Pagani, Alter. Was ganz, ganz Schwieriges überhaupt zu bekommen. Genau, also der Listenpreis lag jetzt bei diesem Exemplar bei 1,3 Millionen Euro. Jetzt hat sich das Ganze so entwickelt, dass wir schon bei knapp 20 Millionen Euro sind. Und, also willst du mich verarschen? 20 Millionen kostet das Auto? 20 Millionen? Den Wert für so ein Auto. Das Teil, was du vor 10 Jahren für 1,3 Millionen gekauft hast, ist jetzt 20 Millionen genau. Wert. Genau. Das ist das so. Ganze. 20 Millionen, Alter. Für ein Auto, Bruder. Das ist halt einfach, die Zinsen kriegst du nicht bei einer Bank. Nee. Ja, nee. So, und darum also das ist halt, kommt immer drauf an, was für ein Auto du raussuchst, welche Wertstabilität die haben und das ist schon krass, ne? Ja, für so ein CR7 ist das nichts, Bruder. Das normal. Wir können mal einen leichten Blick runterschauen. Wie gesagt, der steht nicht zum Verkauf, aber man kann ja erahnen, man kann ja ein bisschen erahnen, wo die Richtung hingeht. Aus Diskretionsgründen müssen wir so ein bisschen. Okay. Das ist korrekt. Die Sache. Boah. Bruder. Einfach Pagani, Alter. Das ist brutal. Ist korrekt. Das geht kannst du dir den Rest vorstellen? Ja, Alter. Aber der Typ, der das damals dann gekauft hat, der lacht sich doch auch schlapp jetzt heute. Ja. Der lacht sich schlapp. Lach mal, Dominik. Ist das? Nein. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Ich war nur der Verkäufer. Krass. Aber, er lacht auch. Habt ihr schon erahnt? Ja, sieht man schon. Okay, wieder. Man sieht schon ein bisschen, aber... Bugatti Veyron. Bugatti Veyron. Geil. Genau. Stark. Sehr, sehr stark. Boah. Fährt der nicht 410 km/h oder so? Bugatti Veyron natürlich das Posterauto, glaube ich, unserer Generation irgendwo. Und davon wirklich die stärkste Version hier produziert. Ja, klar. Also ich muss auch sagen, rein jetzt von der Optik her finde ich einen Bugatti Chiron an sich krasser. Aber die Silhouette. Mein Traumauto. Warte, ich zeig's dir mal. Ah, so ungefähr, ne? Lamborghini Aventador, schwarz-matt, Bruder. Der ist krass. Der Cristiano hat den krass. Der Wagen ist. Das ist Next Level, Alter. Ich weiß nicht, aber der Wagen hat sich so in meinen Kopf eingebrannt, auch wegen damals und so. Den gibt es ja mit verschiedenen Karosserieoptionen, ne? Aber er ist schon brutal, Alter. Den fahre ich ja auch gerade in Need for Speed. Unbequem zu sitzen. Ja, ich saß schon mal in dem drin, der eine Kollege von mir, der Vater von dem, hat genau den in schwarz-matt. Ich habe doch damals, glaube ich, eine Story sogar gemacht bei Instagram. Das war schon brutal. Lamborghini Aventador, Ronaldo. Warte mal, gibt es ein Foto von Ronaldo? Ja. Genau der. Guckt euch das an. Der Wagen ist schon brutal, Alter. Ja, okay, ist jetzt so ein Traumsportauto, aber ich habe jetzt kein Auto, wo ich sagen würde, ey, das Auto... Müsste ich jetzt unbedingt, aber der ist schon halt brutal. Ey. Dem Wagen hier, das ist schon so ein Klassiker. Ja. Also dieses Runde, das ist wirklich schon so ein Klassiker. Ja. Auch in GTA 5 immer geklaut, das Auto und so, kennt man doch. Nee, Ronaldos Mitarbeiter hat eins zu Schrott gefahren, ja, ein Bugatti, glaube ich, oder? Ja, was die wenigsten wissen, ist halt, Bugatti Veyron hat halt einen knappen Produktionswert damals um die Zeit gehabt von 6 Millionen Euro. Das heißt, der Herr Piëch mit seinem Herzensprojekt hat bei jedem Auto einfach einen Verlust von 3 bis 4 Millionen Euro sag ich mal, realisiert. Was? Und, die haben Verlust mit dem Modell gemacht, Bugatti. Genau. Ey, Leute, überlegt euch das mal. Ein Unternehmen, was einfach sagt, wir wollen das Auto so perfektionieren, dass sie sogar mit dem Modell Verlust gemacht haben. Ja. Krank. Ja, super. Sieht doch super aus. Boah, Leute, jetzt... Einfach minus wild. Wie schnell ging das jetzt eigentlich mit dem Auto? Wir haben am 11.11., der Tag ist mir noch in Erinnerung, haben wir über das Auto gesprochen. Ja. Cooles Datum, 11.11. Finde ich auch. Ist nice. Wir beide haben am 11.11. über das Auto gesprochen. Da haben wir jetzt, glaube ich, 3 Wochen, ich glaube jeden Tag, ich sag mal mindestens mal 15 Stunden an dem Auto gearbeitet. Krank. Um den jetzt ein bisschen paar Mal telefoniert, ein paar sehr nette Umbauten gemacht, ein paar sehr nette Verschönerungen. Ja. Er braucht ja ein Stück, was nicht so viele haben. Eintreten, bitte. Jungs. Das ist zum Beispiel das Team, was sich die ganze Zeit ums Auto gekümmert hat. Ja, zuerst war Nico, der Embre und der Till. Habt ihr gut gemacht. Ja, also
Oben habt ihr ein Bett gesehen, ja. Zwei von denen haben hier übernachtet. Ja, zwei haben hier übernachtet, ja, um bestimmte Sachen hinzubekommen. Wir haben so ein paar nette Nachbarn mitgebracht, die das Auto so ein bisschen schmücken, weißt du? Das ist auch wieder hier. Ja. Das sieht auch so krass mit dem Chrom aus, ne? Ja, absolut. Auch eine ganz, ganz schöne Konfiguration hier. Ja. Also das ist auch ein ganz limitierter Bugatti, aber ich will dich nicht fernhalten. Ja, komm, so, ich glaube, wir starten jetzt mal. Ready? Ich bin ready. Ja, brutal los. Dein neuer Rolls-Royce Cullinan. Endstufe. Du kriegst ja noch ein paar Einzelheiten. Junge, der holt einfach GTA-Auto in Real Life. Beim Ganzen, Alter. Was ist das? Allein, Leute, schaut euch mal diese Motorhaube an. So. Wie hoch da. Also, so, ich bin so 1,80 groß. Das so geil, wie das mal rauskommt, ne, dieses Ding hier. Damit ihr euch das mal vorstellen könnt. Allein diese Motorhaube. Alter, was ist das? 24 Zoll Mansory-Felgen. Interieur in Orange. Was ist das denn, Alter? Viele sagen eher Boah, komplett orange. Der sieht nice aus, aber ich weiß nicht auf Dauer, ob man sich da satt sieht. So komplett orangene Innenausstattung. Ich glaube, da wird man irgendwann mal verrückt werden, oder? Also weiß hätte, wäre, glaube ich, geiler, so Interieur, oder? Also orange, weiß ich. Also sieht auch, hat schon was, muss man sagen, aber ich weiß nicht auf Dauer. Egal, gucken wir erstmal weiter. Es ist orange, ja. Alle Sachen in dem schwarzen Detailing. Das heißt also, wir haben alles komplett in schwarz gemacht. Vielleicht mal vorne zum Kühlen. Diese Details hier mit diesem Orange hier und so, das matcht einfach perfekt. Wir können das mal noch einmal kurz nach vorne schauen, wie der davor aussah. Also, das ist kein Black Badge von Rolls-Royce Serie. Ach, guck mal, der war davor hier so chrom. Jetzt haben wir den überall schwarz gemacht. Wir haben alles schwarz foliert oder lackiert. Sieht viel geiler aus, wenn alles so schwarz ist, Alter. Guck mal an die Fresse vorne an. Und da sind wesentlich mehr Details drin, als wie zum Standard von Rolls-Royce. Aber wie gesagt, wir brauchten was Spezielles und ich glaube, das passt so, oder? Das ist zu krank. Ey, also wirklich heftig, heftig. Und das habt ihr stark gemacht. Ich glaube nicht, dass der jetzt mir gehört. Ich würde sagen, deiner. Sogar Schlüsselorange. Wir machen das passend. Wir haben alles passend. Couchline, Interieur und natürlich der Schlüssel. Geisteskrank. Also auch so wie der Wagen jetzt ist meine Traumkombination. Innen drin orange, außen schwarz. Boah. Ja, okay, sieht schon irgendwie krass aus, ne? Und vor allem dieser Sternenhimmel, ne, der da drin ist. Schwarz, auch mit der Couchline hier in orange, also zu heftig. Ja, ist schon geil, aber ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, mir persönlich hätte so eine Cremefarbe mir besser gefallen, persönlich, glaube ich. Ich finde, orange sieht auch geil aus, aber vielleicht ein bisschen zu übertrieben für den Alltag. Oder was sagt ihr? Aber hat auch was, ist was Besonderes, sitzt, schwierig. Das hört sich schon so gedämmt an. Guck mal bitte den Himmel an. Ende. Wow. Ende, Leute. Alter, ist das geil mit dem Sternenhimmel. Geisteskrank lange Motorhaube. Ja. Ey, also wenn man hier so sitzt, man denkt so, der Wagen ist irgendwie noch so 10 Meter lang so davor. Ja. Krank. Boah, Real Talk, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir machen das so, wir schmeißen auch die Flaschen das immer gegen Ende. Die Autos. Ja, das Auto ist einfach, unreal. Das ist wirklich unreal. Hat nicht Rolls-Royce irgendwie? Nee. Oder? War das nicht irgendwas mit so einem Regenschirm von der Seite oder so? Oder war das bei Bentley? Ich hab keine Ahnung, Digga. Hinten haben wir noch die Regenschirme drin. Ach! Siehst du richtig? Digga, überleg mal. Du kommst raus, hast einfach da einen Regenschirm. Du kannst einfach einen Regenschirm. Ein Regenschirm. Der Wagen hat so viele Besonderheiten. Allein die Türen, die andersrum aufgehen, der Sternenhimmel, hier dieser Regenschirm. Das ist ehrlich zu krank. Ich muss dazu sagen, ich fand den Wagen davor schon sehr, sehr schön. Wie gesagt, ich werde euch jetzt hier mal ein Video einblenden. Aber jetzt, wir haben alles. Also hier davor, das war chrom. Hier unten war chrom. Alle Seiten um die Fenster waren geiler, chrom. Wenn alles die Türgriffe schwarz chrom, der Kühlergrill. Also es war extrem viel chrom an dem Fahrzeug und es wurde einfach alles komplett schwarz gemacht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also man hat jetzt hier wirklich komplett alles black. Orange. Meint ihr, der Wagen würde geiler aussehen, wenn der schwarz matt wäre oder so schwarz glänzend? Ich glaube, schwarz glänzend passt mehr zu dem oder sieht edler aus. Komplette Farbkombination, das zieht sich so durch das ganze Auto durch. Und die Felgen, ey Leute, ich hab noch... Boah, die Felgen sind geisteskrank, ehrlich. Die sind geisteskrank. Boah. Ich habe noch nie 24 Zoll Felgen gesehen. Das sieht so heftig aus. Auch die Felgen wurden auch verändert. Das sind Mansory-Felgen. Eigentlich gibt es sie nur in Chrom. Haben wir auch...
sieht schon geil aus, so, wenn das geht. Schwarz lackieren lassen. Ach, wir müssen da muss man halt oft waschen. Ne? Einmal anstoßen. Ich danke euch. Vielen Dank. Sehr, sehr stark. Danke. Komm, cheers. Cheers. Die Mitarbeiter, cheers, vielen Dank. Sogar der Getränk orange. Ich war das Dings. Ja, das ganze Team. Perfekt. Haben wir auch die Einstiege noch hier foliert, also dass auch wirklich hier unten der Einstieg geschützt ist. Wenn du möchtest, dass die Tür geschlossen wird, drückst du einmal am linken Arm Höhe Ohr auf den Knopf, hältst den gedrückt. Ah. Da muss ich mal selber Tür zu machen. Da drückst einfach auf den Knopf, Türe geht zu. Wir haben natürlich auch hier unser Highlight in der Türe. Der Regenschirm. Ja, der Regenschirm, ja. Bruder. Und dann. Guck mal, dieser Regenschirm kostet mehr als ein Smart. Funktioniert das doch, oder? Was sagst du? Ich habe noch nie so einen hochwertigen Regenschirm gesehen. Guckt euch den mal an. Der Regenschirm ist Teflon bestichtet. Ich finde es schon so richtig wertig. Alter, guckt euch einfach diesen Regenschirm an. Kostet mehr als mein AMG, der Regenschirm. Das ist richtig wertig. Also das ist wirklich, Leute, Mann. Ich habe ja echt schon viele, viele schöne Autos durfte ich bisher abholen. Durfte ich schon sehr viel erleben, aber das ist... Also, mir fehlen einfach die Worte. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist wirklich richtig krass. Ich glaube, den muss man auch erstmal ein bisschen wirken lassen. Auch Jungs, mal. Auch die Abholung hier, auch so eine Abholung hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Also, ja. Ehrlich. Ich weiß, Chat, weiß jemand von euch, was der Wagen so kostet? Oder wir lassen es gleich mal stark, googeln. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Ist da locker. Krank. 300.000 oder so? Ich würde sagen, ich lasse mir jetzt hier alles mal ein bisschen erklären und lasse das mal auf mich wirken. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Wagen bis jetzt findet. Wie findet ihr die Farbkombination mit diesem schwarz-orange? Mir gefällt es extrem gut. Von mir ist das so die Traumkonfiguration. Deswegen schreibt es gerne in die Kommentare, wie findet ihr es? Und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Was labert ihr da? Halbe Millionen? Gleich nochmal. Let's go. 400k? Als ob. Ja, Bruder. 500 bis 600k. Bruder, was hat der für einen Monat gehabt oder für ein Jahr gehabt, Trimax, Digga? 500k? Lass uns gleich mal gucken. Was macht er eigentlich an Aufrufen bei YouTube, Alter? Boah! Ja, okay. Bruder, bei 30 Millionen Views im Monat, Dezember, schmeckt. Ja, okay, dann kann man sich so einen Wagen leisten, Digga. 30 Millionen Views macht der im Monat, ist ja geisteskrank. Warte mal, 30 Millionen Views im Dezember, boah, müssten locker mindestens so 150.000 sein. Und der hat noch 3 Kanäle und tschüss, das war's. Er hat den Wagen gefühlt in einem Monat raus, ist ja geisteskrank, Alter. Boah, der Himmel sah geisteskrank aus. Das geil geschnitten auch, ehrlich. Das ist ja auch so ein Werbevideo, heftig. Ja, Endstufe braucht man gar nicht drüber reden, Alter. Ja. Ey Leute, jetzt erstes Mal Rolls-Royce fahren, erstes Mal Cullinan. Das ist schon Endstufe. Also, das fühlt sich hier alles schon so ultra riesig an. So. Das, die Funktion nur, dass du die weißt, ne? Boah. Du kannst hier das Auto fahren. Ich weiß noch damals, ne? Ich weiß es noch 100%, als wir in L.A. waren. Er hat mir gesagt, das kann ich ja jetzt sagen, das ist ja nicht schlimm. Da hatte er gesagt gehabt, ja, ich habe jetzt so insgesamt mit YouTube 50.000 beiseite gelegt und sowas. Und dann meinte ich so, oh krass, schon stabil. Und Bruder, und jetzt guck mal, was der fährt, Digga. Krass. Wahnsinn. Sei ihm gegönnt, Alter, von Herzen. Auch wild. Damit du auch weißt, Bruder, wo stehst du gerade. Ey, das sieht krass aus. Leute, das heißt, du hast jetzt zum Beispiel jemand, der hinter dir steht, ja, Sicherheitsfaktor. Das haben die auch gut gemacht hier mit den Kameras. Ja, das ist auch eine sehr, sehr schlaue Sache. Das haben die wirklich gut gemacht. Stark. Und die funktioniert wirklich. Du siehst also wirklich Objekte um dein Auto rum. Ey, auch wie weich die Lenkung hier ist, ne? Und dann fahren wir einfach mal hier raus. Jetzt hast du drinnen die absolute Ruhe, ja, wie so ein im Tresor. Ja, wirklich, ja, auch, ja. Du hast ein ganz sicheres Gefühl. Man hört auch das ja allein hier schon so vom ja? Reden, ne? Aber ja, draußen hast du halt so ein tiefes, rumoriges, ja? Ja, hätte mal jemand von draußen filmen können, oder macht er das noch, wo man dann sieht, wie ich... Der Sound würde mich auch mal interessieren, aber ich glaube, der Sound ist bei dem Wagen Nebenrolle, oder? Ja, genau. Hier bist du einfach, du hast einen Rolls-Royce. So wie das sein muss, ja? Ey, Leute, das ist wirklich krank. Allein diese übelst lange Motorhaube, dann sieht man da diese Statue da vorne. Man hat so das Gefühl, man schwebt einfach jetzt erstmal so ein bisschen, so, ne? Ich bin mal gespannt, weil die Federung soll ja so super, super krass bei Rolls-Royce sein. Ey, ich fühle mich irgendwie wie so ein Fahranfänger gerade. Das ist Hammer, ne? Das ja, du hast auch Respekt vorm Auto, ja, oder? Ey, unfassbar. Unfassbaren Respekt vorm Auto. Das ist komplett was Neues. Also auch bei dem Bentley zum Beispiel. Ich bin eingestiegen, du bist direkt losgefahren. Aber ja, hier, ja, das kommt mir irgendwie nochmal wie so ein fünfmal größeres Auto vor. Ja. Und fünfmal schwerer. Das hat halt richtig Volumen. Ja, das ist so richtig massiv. Und du merkst halt einfach, dass du was Besonderes unterm... Macht sogar 40 bis 50 Millionen Views im Monat mit 3 Kanälen. Alter, das ist verrückt.
Digga, ich wäre froh, wenn ich so viele Views im Jahr machen würde, Alter. Wahnsinn. Und dann hast du, ja? Ja, das also merkst du einfach. Sehr, sehr heftig. Sehr, sehr heftig, Freunde. Ein klassisches Detail von Rolls-Royce sind diese Luftauslöse, die Violinschlüssel. Ich muss mal kurz weiterfahren. Und dass es keine Gradanzeige gibt, sondern dass es einmal eingestellt wird. Das ist cool, finde ich gut. Auch hier mit diesem Power Reserve, was ja hier, also wie eigentlich bei den Briten alles so ein bisschen anders. Und zwar hier sieht man, geht das nicht von 0 hoch, sondern von 100 auf 0. Und Reifendruckverlust, Trip, total. Man bekommt hier immer angezeigt, wie viel Power der Wagen noch hat. Ne? Also wenn man jetzt Gas gibt, geht das runter. So. Das Ding ist, der Wagen sinkt nicht im Preis. Ja, dann ist es ja eigentlich gut, weil die meisten Autos, ne, die sinken, sobald du einen Schlüssel drin hast, fallen die. Aber es gibt ja auch Autos, da steigt, da steigt der Wert oder bleibt gleich. Weil halt weniger Power dann noch genau, zur Verfügung steht. Genau, man kriegt ein. 3 Millionen Abonnenten musste ich jetzt auch nicht. Ich dachte, er hat so 2, aber 3 Millionen. Er zeigt, wie viel Leistung man noch hat. Ja, und der Sternenhimmel ja, ne, beim Fahren. Okay, also das ist ja, wenn, und wie gesagt, Sternenhimmel inklusive Sternschnuppen. Wie kommen auch noch Sternschnuppen? Das ist einfach nochmal so einer drauf, der einfach so krass ist. Ja, wir sehen, kommt noch so eine Sternschnuppe aus der Decke. So, meine Freunde, das war's von dem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch gefällt der Wagen. Geisteskrank, ich komme immer noch nicht drauf klar. Das kommt mir wirklich wie Wahnsinn. So ein Traum vor. Wahnsinn, Alter. Was soll ich sagen, Leute? Wie immer, vielen Dank für alles. Danke, dass ihr jeden Tag am Start seid. Danke, dass ich mir so einen Traum erfüllen kann. Also wirklich, das ist komplett surreal. Ja, ich hoffe, das kommt jeden Tag in meinen Videos rüber, dass ich diese Dankbarkeit einfach habe und jeden Tag abliefer. So, ich hoffe, das merkt ihr auch. Deswegen jetzt hier nochmal danke dafür. Ja, sehr, sehr heftig. Was gibt's noch zu sagen? Es war wirklich ein unfassbar nicer Tag. Ich war die letzten Tage schon so aufgeregt. Ich glaube, ich habe gefühlt jedes Video auf YouTube geschaut über einen Rolls-Royce Cullinan. Also ich glaube, ich kenne jedes Video. Ich habe letzte Nacht schlecht geschlafen, weil ich so aufgeregt war. Ich habe mich so über dieses Auto gefreut und freue mich immer noch so darüber. Ja, Leute, was gibt's noch zu sagen? Vielen, vielen Dank. Passt auf euch auf. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crimex. Krass, Alter. Sein gegönnt. GGs, ey. Heftig. Aber hat er den normal oder Mansory? Weiß ich, Mansory Felgen, ne? Aber schaut mal hier. Der kostet 360.000, also ab. Da beginnt der Preis. Ja, sagen wir mal so 400.000 einfach. 400.000. Das ist schon eine wahnsinnige Zahl. Wenn du überlegst, mein Mercedes kostet 80.000, 90.000. Ich habe ja aktuell den hier, warte. CLA 45 AMG. Den habe ich ja, genau. Das ist meiner, den ich aktuell habe. Aber auch mit anderen Spoilern noch, ne? Er ist schon brutal. Also dieses Auto, ich würde es am liebsten behalten. Ne? Also wenn ich den jetzt weiterfahren würde, müsste ich 70.000 zahlen. Das ist mir zu viel für den Wagen, weil der verliert unnormal an Wert. Das lohnt sich halt einfach nicht. Das ist halt nicht so ein Auto, das wertstabil bleibt. Und er macht halt auch, nach einer Zeit habe ich gehört, viele Probleme. Und deswegen lohnt sich das auch nicht, den Wagen dann großartig zu behalten. Aber ich finde den Wagen super. Also von Innenausstattung kann, finde ich, fast gar keine Firma, Autofirma Mercedes das Wasser reichen. Mercedes, was die da innen drin haben mit der LED-Beleuchtung und dem ganzen Ambiente und so, da kann kein Auto mithalten, finde ich. So, und für mich ist es wichtig, wie es am innen drin aussieht. Ne? Schon sehr geil. Was kostet meiner? Preis. Nee. Mein CLA, also wie ich ihn konfiguriert habe, ist der 90.000 gewesen. 90.000 Euro. Hol dir Corvette, hau ab, Digga, Alter. Von Need for Speed da nicht. Hau ab. Corvette. Aber ja, sei ihm auf jeden Fall gegönnt und ich muss auch gucken, was ich mir holen werde. Ich weiß es noch nicht genau. Ich muss mir das noch überlegen, Leute. Ja, ich hatte ein VIP-Leasing gehabt. Ich muss aber jetzt das Auto leider abgeben, ey. Schauen wir mal.